Herzlich willkommen zu der E-Learning-Lerneinheit Nitrate. Die Nitrate werden im Gefäß Endothel zu Stickstoffmonoxid umgewandelt, das in die Muskelzelle transportiert wird. Das im Endothel gebildete Stickstoffmonoxid aktiviert das Enzym Guanylatzyklase, welches mit GC abgekürzt wird. Alle diese Reaktionen bewirken eine Relaxation der glatten Muskulatur bzw. eine Vasodilatation. Im therapeutischen Dosisbereich umfasst die Hauptwirkung eine Erweiterung der venösen Kapazitätsgefäße. Durch die venöse Vasodilatation werden das venöse Pooling erhöht, die Vorlast am Herzen verringert und die endokardialen Myokardschichten entlastet. Bei der sublingualen Gabe sollte mit einem Hub begonnen und nach 5 Minuten der Blutdruck gemessen werden. Wenn der Blutdruck stabil bleibt, kann die weitere Therapie mit 2 Hüben erfolgen, sofern der Patientenzustand dies notwendig macht. Bitte bringen Sie die eingeblendeten Textbausteine an die jeweils korrekte Position in der Grafik, um die Wirkung der Nitrate richtig zu beschreiben. Auch beim infarktbedingten kardiogenen Schock können Nitrate erwogen werden, aber nur, wenn der mittlere arterielle Druck über 75 mm Hg liegt und der Verdacht besteht, dass der Schock auf einer zu hohen Nachlast beruht. Während beispielsweise Sildenafil ca. 4 Stunden wirkt, liegt Tadalafil mit 24 bis 36 Stunden deutlich darüber. Gelegentlich kommt es zu einer Hautrötung, bradykarden Herzrhythmusstörungen oder kardialen Synkopen. Ein anderer möglicher Pathomechanismus ist der sogenannte Besoldiarisch-Reflex, bei dem durch niedrige Füllungsdrücke im linken Ventrikel eine vagale Stimulation ausgelöst wird, die zur Bradykardie und in der Folge zum Blutdruckabfall führt. In einer dem Patienten angepassten und verständlichen Sprache müssen Sie ihn über die Notwendigkeit, die Vorteile und mögliche Nebenwirkungen der Nitratgabe informieren. Das Spray darf nicht geschüttelt werden. Halten Sie es aufrecht und geben Sie zunächst mindestens einen Hub in die Luft ab, um den Sprühkopf zu entlüften.